Ja, danke schön. Wie immer würde ich gerne zu Beginn einige Bemerkungen machen. Zunächst zum Thema NSU-Prozess. Heute Morgen hat der Prozess begonnen gegen Beate Zschäpe und die Helfer jenes Trios, das mehr als 10 Jahre ungehindert durch das Land ziehen konnte, bombte, raubte, Menschen ermordete, 8 türkische Mitbürger, einen Griechen und eine deutsche Polizistin. Aus unserer Sicht sind wir es den Opfern schuldig, dass aufgeklärt wird. Es muss aufgeklärt werden über das Versagen von Behörden und Ämtern, über die Rolle des Verfassungsschutzes und die kollektive Blindheit. Und es braucht Erklärungen. Es muss erklärt werden, wie es möglich war, dass 10 Jahre lang ein rechtsextremer Hintergrund nicht einmal in Betracht gezogen worden ist und stattdessen Angehörige und Familien Opfer klischeehafter Unterstellungen geworden sind. Und was wichtig ist, der Prozess darf und kann nicht zu einem guten Gewissen führen. Es darf nicht der Eindruck entstehen, hier säße die gesamte Gefahr von rechts auf der Anklagebank und nach einem zu erwartenden Urteil wäre alles gut. Die Gefahr des Rechtsextremismus ist nicht gebannt. Rechtsmotivierte Straftaten gab es vor dem NSU und es wird sie leider auch nach diesem Prozess geben. Wir haben also keinen Grund, uns zurückzulehnen. Im Gegenteil, wir brauchen weiter und mehr Aufklärungs- und Bildungsarbeit an den Schulen. Wir brauchen bürgerschaftliches Engagement gegen rechts und wir brauchen finanzielle Sicherheit für die Projekte, die sich gegen den Rechtsextremismus engagieren und Opferberatung leisten. Zweites Thema, FDP. Der FDP-Parteitag am Wochenende hat gezeigt, dass sich die FDP in diesem Wahlkampf als Partei der sozialen Kälte positionieren will. Insofern kein wirklich überraschendes Ergebnis. Steuersenkungen, vor allem für Gutverdiener, Verschärfung der Schuldenbremse, Selbstlähmung des Staates, Aufkündigung der Solidarität im Euroraum. Alles in allem würde das Wahlprogramm der FDP alleine im Bundeshaushalt eine milliardenschwere Sparbombe zünden. Und insofern kann nur gehofft werden, dass unserem Land diese Partei in der nächsten Regierung erspart bleibt. Es wird heute und auch schon in den letzten Tagen sehr viel über ein Einlenken oder auch eine Kurskorrektur der FDP beim Thema Mindestlohn diskutiert. Ich halte das für Unsinn. Was die FDP als Mindestlohn verkaufen will, ist per Definition kein Mindestlohn. Vor allen Dingen, weil die FDP eine Regelung will, die mehr Schlupflöcher lässt als ein Schweizer Käse. Ein nach Regionen differenzierter oder nach Branchen differenzierter Mindestlohn ist keiner. Und im Übrigen gilt das, was die FDP will, weitgehend heute schon. Immerhin hat Herr Rüssler eingestanden, dass ein Stundenlohn von 4 Euro nicht leistungsgerecht sei. Alles darüber offenbar schon, allein das spricht Bände meines Erachtens. Vor einem will ich die schwarz-gelbe Koalition allerdings warnen, nämlich vor einem möglichen Kompromiss noch vor dieser Bundestagswahl beim Thema Mindestlohn. Ein Mindestlohn, der möglicherweise einen Abschlag Ost beinhaltet. Sollte das der Fall sein, werden wir, davon kann man fest ausgehen, dieses Thema ganz oben auf die politische Agenda setzen. Wir wollen Gerechtigkeit nicht nur in der Rentenfrage zwischen Ost und West, sondern selbstverständlich auch in der Frage des Lohnes und des Mindestlohnes. Dritte Bemerkung zum Thema Afghanistan. Wie am Wochenende bekannt wurde, ist ein deutscher Elitesoldat ums Leben gekommen, ein weiterer ist schwer verletzt. Wir trauern mit den Angehörigen des verstorbenen Soldaten und wir hoffen auf Genesung des Verletzten. Wir stellen fest, die Serie der Tragödien reißt nicht ab und die Liste der militärischen und auch der zivilen Opfer wird jeden Tag länger. Die Strategie der Befriedung des Konfliktes durch Waffengewalt ist gescheitert. Wir haben schon vor Jahren auch im öffentlichen Raum dafür geworben, raus aus Afghanistan. Diese Forderung ist aktueller denn je. Wir müssen so schnell wie möglich die deutschen Soldaten aus diesem Abenteuer zurückziehen. Letzte Bemerkung. Am vergangenen Wochenende hat als letzter Landesverband das Saarland seine Liste für die Bundestagswahl aufgestellt. Die Linke hat damit ihre Kandidatinnen und Kandidaten in allen 16 Bundesländern nominiert. Ich will die Gelegenheit nutzen, allen, die gewählt worden sind, in den Landesverbänden recht herzlich zu gratulieren.
Wir haben mehrfach betont, auch ich an dieser Stelle in den letzten Monaten, dass wir uns seit dem Bundesparteitag im vergangenen Jahr neu aufgestellt haben. Wir haben Geschlossenheit und auch Zielstrebigkeit zurückgewinnen können und die in weiten Teilen solidarische Atmosphäre auf diesen Aufstellungsveranstaltungen macht deutlich, dass die Partei einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. Alle wissen, dass solche Personalentscheidungen nicht immer einfach zu fällen sind. Umso mehr ist diese Atmosphäre ein Beleg für den Zustand unserer Partei, der Mut macht, wenige Tage vor der Wahl, genau gesagt 139 Tage bis zur Bundestagswahl. Die personellen Hausaufgaben sind erledigt. In einem Monat werden wir das Wahlprogramm beschließen. Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass wir das linke Schiff für diesen Wahlkampf sturmfest machen werden. Wir werden Kurs aufnehmen und bei dieser Bundestagswahl für eine starke linke Fraktion im nächsten Bundestag kämpfen. Herzlichen Dank.